Vielen dürfte nicht klar sein, was gestern passiert ist und welche Dimension die Rettungstat der Bank of England wirklich hatte, denn die britische Notenbank hat mit dieser Aktion wahrscheinlich einen Lehman Crash 2.0 verhindert. Und warum das so ist, will ich in diesem Video zeigen. Wir haben letztendlich ja gesehen, dass die Aktienmärkte eine Rallye absolviert hatten, aber der Grad zwischen einem Monster Crash und einer Monster Rallye, der war gestern so groß, hätte die Bank of England nicht eingegriffen, dann hätten wir eine katastrophale Kettenreaktion gesehen. Und warum das so ist, will ich in diesem Video jetzt mal kurz aufzeigen. Zunächst mal, die britische Notenbank hat ja eingegriffen, hat gesagt, wir kaufen jetzt Staatsanleihen im Volumen von 65 Milliarden britischen Pfund. Das also von einer Notenbank, die gestern, vorgestern und vor drei Tagen noch gesagt hat, wir heben die Zinsen an und wir verkaufen Staatsanleihen bzw. reduzieren unsere Bilanzsumme, lassen also die Anleihen, die wir im Portfolio haben, auslaufen. Also eine 180 Grad Kehrtwende durch die britische Notenbank. Warum war das notwendig? Nun, weil hier Pensionskassen unmittelbar vor dem Ausstanden, und zwar bestimmte Zweige dieser Pensionskassen, die sogenannten Liability Driven Investment Funds. Was machen die? Nun, die kaufen Staatsanleihen, langlaufende Staatsanleihen, hinterlegen sie dann bei der Bank of England als Sicherheit und bekommen von der Bank of England gegen die Hinterlegung dieser Sicherheit Cash. Mit diesem Cash wiederum kaufen sie britische langlaufende Staatsanleihen, hinterlegen sie bei der Bank of England und bekommen dafür Cash und können also mit diesem Cash dann andere Operationen machen. Aber es ist praktisch so eine Spirale. Man kauft praktisch mit geliehenem Geld, kauft man Staatsanleihen. Mit diesen Staatsanleihen hat man eine Sicherheit, die man dann für neue Kredite praktisch oder für neue Cash-Ausleihen wiederum nutzen kann. Eine Spirale, die sich immer weiter aufspult, aufspult, aufspult und aufspult. Aber was ist das Problem? Das Ganze geht über den Repo-Markt, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Also das sind Aktionen zwischen Finanzinstitutionen und einer Notenbank, wo die Finanzinstitutionen als Sicherheit Staatsanleihen hinterlegen und von der Notenbank dann dafür Cash bekommen. Was ist aber passiert dann, als die britische Regierung, die neue Truss-Regierung gesagt hat, wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes, wir werden die Steuern radikal senken, vor allem für die Wohlhabenden, in der Hoffnung, dass eben die Wirtschaft dadurch anspringt, dass mehr Investitionen kommen, haben die Märkte das Vertrauen verloren, denn das bedeutet, dass immer mehr Liquidität in Großbritannien auf den Markt kommt und das bei einer Situation, in der die Inflation in Großbritannien extrem hoch ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eigentlich die Notenbank diese Inflation durch eine rigide Geldpolitik bekämpfen will. Also haben die Märkte das Vertrauen in Großbritannien insgesamt verloren und haben britische Staatsanleihen praktisch verkauft. Das bedeutete für diese Pensionsfonds, dass praktisch die Sicherheiten, die sie hinterlegt haben, immer weniger wert wurden. Die bekamen also Margin Calls, mussten praktisch Cash nachschießen. Jetzt haben die aber vorwiegend eben Staatsanleihen in ihrem Depot. Was machen sie also? Sie müssen wiederum diese Staatsanleihen verkaufen, um dieses Cash zu generieren. Wenn sie allerdings diese Staatsanleihen verkaufen, dann fallen die Kurse noch weiter, die Renditen steigen noch weiter und so entsteht praktisch eine teuflische Katastrophenkette, eine Kausalkette an sich verschlimmernden Effekten. Die Pensionskassen sind gezwungen, Staatsanleihen zu verkaufen. Das treibt die Renditen nach oben. Dadurch wird ihre Position immer schlechter, weil ihre Sicherheit immer geringer wird. Also müssen sie noch mehr verkaufen und so weiter. Die Spirale geht immer weiter und hätte in den sicheren Kollaps dieser Pensionskassen geführt, die 1,5 Billionen Pfund verwalten, davon 1 Billion Pfund, wie gesagt, in eben diesen Staatsanleihen investiert hatten. 1 Billion Pfund, diese Zahl sollten wir uns mal merken. Also musste die Regierung eingreifen, nicht die Regierung, sondern die britische Notenbank, denn sonst wären diese Pensionskassen über den Jordan gegangen, was bedeutet, hätte das praktisch die Pensionszusagen für Millionen von Briten sich in Luft aufgelöst hätten. Das kann man und will man nicht akzeptieren. Das wäre ein Systemschock gewesen. Und vor allem, was wäre denn passiert, wenn diese Pensionsfonds insolvent gewesen wären? Erinnern wir uns an die Lehman-Pleite. Damals war es so, dass ja Lehman die kleinste der amerikanischen Investmentbanken war, aber dennoch eben eine Kausalkette ausgelöst wurde, weil
weil niemand mehr wusste, wo sind eigentlich deine Risiken. Alle sind miteinander vernetzt. Wenn du jetzt mit Lehman Geschäfte gemacht hast, dann bist du vielleicht auch in Schwierigkeiten, also leihe ich dir kein Geld. Jetzt wäre praktisch der halbe britische Finanzsektor ausgefallen und der ist ja nach wie vor doch von einer gewissen Bedeutung. Das hätte deutsche Banken, deutsche Pensionskassen, amerikanische Pensionskassen etc. möglicherweise mit oder wahrscheinlicherweise sogar mit in den Abgrund gezogen, weil die alle durch Transaktionen miteinander vernetzt sind oder zumindest viele. Also die Dimension, die hier auf dem Spiel stand, die war schon gewaltig und auch das ist alles eine Folge letztendlich der Notenbankpolitik. Als es keine Renditen gab, weil die Notenbanken die Zinsen auf Null gesetzt haben, haben sich solche Geschäftsmodelle eben etabliert, wo du versuchst, irgendwie noch Renditen zu erzielen. Diese ganzen Repo-Mechanismen sind in dieser Zeit wirklich aufgeblüht. Also dieser Deal Cash gegen Hinterlegung von Staatsanleihen als Sicherheit. Und diese beiden Herrschaften, Kwarteng und Truss, haben das zu verantworten. Und möglicherweise muss jetzt der Steuerzahler für diese Operation bluten, wenn die Bank of England jetzt die Verluste praktisch sich einverleiben muss. Und das ist wirklich eine Dimension gewesen, die ja Lehman mindestens gleichwertig war, denn die Summen, um die es geht, die sind wirklich gewaltig. Hier sehen wir nochmal diesen Mechanismus. Bevor die Bank of England interveniert hat, sind die Renditen für die Gilts, also für die langlaufenden britischen Staatsanleihen, nach oben geschossen, was praktisch die Sicherheitshinterlegung der Pensionskassen entwertet hat, geringer gemacht hat. Das britische Pfund ist gefallen. Jetzt bekommen die Pensionskassen diese Margin Calls, müssen also Cash generieren. Das können sie nur, indem sie wiederum die Staatsanleihen, die sie im Depot haben, verkaufen, mit der Folge, dass die Renditen weiter steigen, das britische Pfund weiterfällt und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir eben gesehen, wir haben diese Margin Calls, die Bank of England ist eingestiegen, hat interveniert durch das QE, das britische Pfund fällt auch, aber die Renditen sind eben auch gefallen, sodass eben diese Margin Calls nachgelassen haben oder nicht mehr erfolgt sind und das hat diese Firmen gerettet. Hier sehen wir mal die Veränderung der Rendite der 30-jährigen UK-Anleihe. Das ist gewaltig gewesen nach oben und noch gewaltiger jetzt nach unten. Das US-Finanzministerium hat gesagt, man sei alarmiert über das ökonomische Chaos, das durch die Truss-Regierung ausgelöst sei. Das ist schon ziemlich harter Tobak von zwei Ländern, die sich eigentlich doch gut verstehen sollten als Angelsachsen. Und wir sehen hier, durch diese Intervention gibt es doch eine Art Fed-Put, nämlich wenn das System insgesamt in Schieflage zu geraten droht. Und gestern war das System, das Finanzsystem, das britische Finanzsystem in Schieflage. Und wäre dieses Finanzsystem in Großbritannien gekippt, dann hätte das eine Tsunami-Wirkung auf andere Systeme, auf andere Finanzsysteme in anderen Ländern gehabt, speziell in den westlichen Ländern. Insofern kann man sagen, dass hier eine Lehman-Pleite 2.0 verhindert wurde. Hier sehen wir nochmal, wie diese Renditen der 30-jährigen Staatsanleihe Großbritanniens, die Gilts, gestiegen sind. Und dann sehen wir, wie krass sie gefallen sind. Jetzt sehen wir, dass nicht nur ich mir hier Sorgen mache und das Ganze vielleicht übertreibe. Nein, something broke. At some point this morning I was worried that this was the beginning of the end. Also da sind Leute, die sagen, wir standen kurz vor dem totalen Kollaps. Und die also die Dinge wahrscheinlich näher, von größerer Nähe beobachten, als ich das kann in diesen Marktsegmenten. Also da war schon einiges im Feuer, nämlich die Pleite, die Insolvenz von vielen, vielen, vielen Pensionskassen in Großbritannien, damit die Ersparnisse der Briten, wenn man so will. Und gucken wir uns mal an jetzt die Zahlendimension. Wir haben also gesehen, 1 Billion Pfund waren investiert in diesen 30-jährigen Staatsanleihen von diesen britischen Pensionsfonds. Wenn wir uns mal die Bilanzsumme von Lehman Brothers kurz vor ihrer Pleite anschauen, dann sehen wir 600 Milliarden Dollar Aktivposten und Verbindlichkeiten 639 Milliarden Dollar. Also das war mindestens die Dimension von Lehman Brothers, wenn nicht sogar mehr. Wir sehen, da ging es um was. Eben deswegen war dieser Grad zwischen Rettungsaktion, dann folgender Rallye und eben Crash, wenn diese Rettungsaktion nicht erfolgt wäre, doch
sehr, sehr schmal. Und man kann natürlich jetzt auch die Frage stellen, da könnten in anderen Ländern auch bestimmte Pensionskassen Probleme haben, wenn Sie sich etwa mal anschauen, wie stark die zweijährige amerikanische Staatsanleihenrendite gestiegen ist oder die Renditen in USA insgesamt. Und da sind 7,5 Billionen Dollar investiert in diesem Marktsegment, jenseits dieser Story auch, was den britischen Immobilienmarkt betrifft, der oder wo viele sich sehr kurzfristig verschuldet haben und dann eben zu deutlich höheren Zinsen sich dann wieder refinanzieren müssen. Schauen wir uns mal jetzt die globalen Anleihemärkte an. Und gestern haben wir eine Lektion gelernt. Es sind die Anleihemärkte, die faktisch entscheidend sind. Nicht nur, dass die oft schlauer sind als die Aktienmärkte, sondern hier werden wirklich die Weichen gestellt und die Bank of England wäre wahrscheinlich nicht eingeschritten, hätten wir jetzt zum Beispiel einen Crash der Aktienmärkte von 10-20% an einem Tag gesehen. Weiß man nicht, aber glaube ich eher nicht. Aber hier an diesem Anleihemarkt, wo es um so viel geht, wie gesagt, Pensionskassen und, da sehen wir, da ist einiges zu verlieren und zu gewinnen. Insgesamt sehen wir, dass jetzt diese globalen Anleihemärkte in sehr, sehr kurzer Zeit das verloren haben, was sie in den letzten 10 Jahren gewonnen haben. Die Anleihemärkte waren ja praktisch der Bullenmarkt schlechthin. Als die Notenbanken die Zinsen auf Null gebracht haben, sind die Kurse der Anleihen gestiegen und die Renditen der Anleihen gefallen. Und hier sehen wir auch der amerikanische Anleihemarkt, US Fixed Income Rate Investment Grade, also praktisch die besser bonitären amerikanischen Anleihen, ob Unternehmensanleihen, die hatten gestern den besten Tag ihrer Geschichte, hat es so noch nie gegeben. Also wir sehen, das war ein echtes Erdbeben, das da an diesen Märkten stattgefunden hat. Und es zeigt die Dramatik der Lage, es zeigt die Dramatik der Situation für die Notenbanken, etwa hier in den USA, als 1982 die Verschuldung, die Staatsverschuldung der Amerikaner bei 34% war. Jetzt sind wir 2021 bei 127%. Man konnte also lange Zeit natürlich, als die Zinsen bei Null waren, ganz entspannt eben Geld leihen, hat nicht wehgetan, aber jetzt sozusagen mit Inflation und der Reduktion der Bilanzsummen, Zinsanhebungen, da ist diese Party vorbei. Jetzt kommt eben der Schmerz und Mohamed El-Erian bringt es auf den Punkt, dass praktisch das Umkippen einer Notenbank, die kurz vorher noch Quantitative Tightening betrieben hat, also Bilanzsummenreduzierung, plötzlich jetzt Quantitative Easing betreibt. Das zeigt die Inkonsistenz der Geldpolitik. Es zeigt, dass man sehr schnell etwas kaputt machen kann, wenn du praktisch in einer Pumpwirtschaft, die auf permanenter Kreditausweitung basiert, die immer schneller passiert, als die Wirtschaft wächst. Wenn du da dann versuchst, den Geist wieder in die Flasche zu bringen, dann hast du ein Riesenthema und das haben wir gestern gesehen. Die Aktienmärkte haben gejubelt nach dieser Rettungsaktion. Wir sehen hier die US-Indizes um und bei 2% im Minus. Energie vor allem, Ölpreis hat sich erholt. Schwächster Sektor gestern Technology, lag aber vorwiegend an Apple, die ja ihre Pläne der Produktionsausweitung aufgrund geringerer Nachfrage gesenkt haben. Dadurch Apple im Minus als Schwergewicht hat das durchaus reingehauen. Aber wir sehen hier die Rate Expectations, also die Zinsanhebungserwartungen, auch in den USA sind durch diese Aktion nach unten gekommen. Die Erwartung, dass die Notenbanken dann bald die Zinsen wieder senken müssen aufgrund von Rezessionen, sind nach oben gegangen. Und was den Märkten natürlich geholfen hat, war der Rückgang des Dollarindex. Ist ja dieser Zusammenhang derzeit. Steigende Renditen und steigender Dollar heißt fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Hier sehen wir oben in dieser Grafik die Most Shorted Stocks von Goldman Sachs, also ein Index, den Goldman Sachs entwickelt hat. Hier sehen wir massiver Short Squeeze, da hat es also einige erwischt. Aber dennoch, wenn wir unten diese Grafik uns mal anschauen, die Anzahl, die Prozentzahl der Handelstage mit negativem Endergebnis ist jetzt so hoch wie seit 1974 nicht mehr. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Bullenjahr und die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich eine Erleichterungsrallye sehen könnten. Wohin könnte die führen? Hier sehen wir mal den S&P 500 im Capital.com-Chart. Da wäre eine mögliche Anlaufzone vielleicht 3.900 Punkte. Hier wichtiger Widerstand. Wir haben gestern ja das Juni-Tief durchbrochen, aber möglicherweise False Break nach unten. Dann die Erholungsbewegung, die viele auf dem falschen Fuß erwischt. Der Weg des größten Schmerzes. Viele sind short, viele sind abgesichert. Put-Volumen extrem hoch. Bärische Stimmung
in Börsenbriefen und. Also das trifft natürlich dann wieder mal die perfekte Logik des Weg des größten Schmerzes hier. Vielleicht nochmal, wenn wir saisonal jetzt argumentieren, S&P 500 respektive der SPY oben, dann könnten wir praktisch diesen Spike sehen, Anfang Oktober dann nochmal einen Rückgang, dann bis Mitte Oktober nochmal eine Rallye, dann ein ziemlich dicker Abtaucher nach unten, bevor dann eben die Jahresendrallye beginnt. Auch aufgrund der Midterm Elections wäre das ein durchaus typisches Muster, zumal eben saisonal die nächsten 3 Monate die besten sind im Kalenderjahr. Mit einem durchschnittlichen Gewinn von 7,86% beim S&P 500. Und hier sehen wir nochmal dieses saisonale Muster in Midterm Elections. Übergeordnet muss man aber sagen, kann man Stanley Druckenmiller zustimmen, der sagt, alle Faktoren, die damals den Bullenmarkt etabliert hatten, die haben sich ins Gegenteil verkehrt in gewisser Weise. Es sei riskant jetzt, Risk Assets zu halten. Also wir sind in großen Schwierigkeiten, er erwartet eine Rezession. Owning Assets doesn't make a lot of sense to me, sagt er. Also er ist da ein bisschen skeptisch. Wir haben gesehen, dass heute die Futures runtergegangen sind und das lag an Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren, denn heute kommen die Verbraucherpreise aus Deutschland, VPI, 14 Uhr werden die veröffentlicht. Im Vorfeld werden die Inflationszahlen aus den einzelnen Bundesländern veröffentlicht und die erste Inflationszahl kam aus Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten Bundesland in Deutschland, und wir sehen, da ist die Inflation gestiegen zum Vorjahresmonat um 10,1%. Im Vormonat nur um 8,1% gestiegen, 1,8% zum Vormonat gestiegen. Das deutet darauf hin, dass wir heute dann, wenn um 14 Uhr die Zahlen veröffentlicht werden, wir nicht eine 9,4% bekommen, wie jetzt prognostiziert, sondern möglicherweise dann doch eine zweistellige Zahl der deutschen Inflation sehen werden. Das hat dazu geführt, dass der Euro wieder ein bisschen abgewertet hat, aber vor allem die Renditen wieder ein bisschen gestiegen sind aufgrund dieser Inflationssorgen, und steigende Renditen ist schlecht für die Aktienmärkte und umgekehrt. Also wir sehen, Nordrhein-Westfalen bestimmt teilweise die globalen Finanzmärkte. Herzlichen Glückwunsch an die NRW-Cowboys. Jetzt sehen wir hier mal den Ökonom Daniel Stelter, der vor katastrophalen Folgen einer Deindustrialisierung Deutschlands warnt. Einige Branchen, die wir jetzt verlieren, werden nie wieder zurückkommen aufgrund der extrem hohen Energiepreise. Und er sagt, selbst wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, wir verlieren ihn, wir Deutschen, wir verlieren ihn so oder so aufgrund unserer Energiepolitik und der Energiekosten, die deutsche Unternehmen haben. Die gehen nicht alle sofort weg, aber ein Konzern, der hier in Deutschland sitzt, der vielleicht eine Niederlassung in den USA hat, der sagt, naja, dann verlagere ich da bestimmte Produktionsprozesse eben in die USA, weil hier in Deutschland lohnt sich das nicht. Kann ich nicht machen. Kann ich nur empfehlen, das sehr, sehr ernst zu nehmen. Deindustrialisierung, wir sind dabei, praktisch freiwillig einen Krieg zu verlieren. Das muss man sich mal vorstellen, dass die IW meldet, wir stecken bereits in der Rezession. Also die deutsche Wirtschaft dürfte bereits rückläufig sein. Winter is coming for the Euro, so sagte Nomura. Auf 0,90 soll der Euro fallen, erwartete die japanische Großbank. Interessant auch, dass bei Nord Stream ein viertes Leck jetzt, Leck in Anführungszeichen, entdeckt wurde. Hier in dieser Pipeline. Abschließend noch 2 Artikelhinweise. Ich wollte auch auf diesen Artikel nochmal aufs DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, von Marcello Fraccherino. Ja, ich meine, wir sind so, ne? Wissen Sie ja, aber auf jeden Fall da. Schauen Sie sich mal diesen Artikel an. Wir stecken bereits in der Rezession, vor allem im Dienstleistungssektor sieht es schlecht aus. 2. Empfehlung, wahrscheinlich, weil eben internationale Investoren sagen, oh, sieht nicht gut aus für Europa, sehen wir, dass aus europäischen Aktien 102 Milliarden Euro abgeflossen sind seit Januar. 2. Artikelempfehlung und 3. Artikelempfehlung. Es gibt dennoch Aktien in Deutschland, die gut gelaufen sind im DAX. Welche das sind und welche Aktien hier der Krise sozusagen widerstehen, sehen Sie in diesem 3. Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.